Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich sage unser Let's Play Euro Truck Simulator 2, weil meine Frau immer noch am Steuer ist. Ja. Und jetzt es hoffentlich schafft, zum Schlafen da zu kommen, zum Rasten. Ja, hoffentlich fahre ich nicht dran vorbei, ey, das wäre ja voll blöd. Ja, nach wie vor unterwegs mit gebrauchten Damenbinden in Richtung Algier. Ach, Tampons waren es, Verzeihung. 200 Meter. Ja. 200 Meter. Weißt du, ich muss da reinfahren, ich muss da links rüber, ne? Aber warte mal. Oh. Da musst du aber dann nicht die Einfahrt nehmen, sondern du musst, glaube ich, die nächste. Du musst, du darfst nicht hier reinfahren, weil Warum? Da ist ja die Ausfahrt quasi. Sondern du musst von der anderen Seite reinfahren. Das hatte ich schon mal. Ich glaube, das ist wirklich sicher? So. Nee, aber ich glaub's. Jetzt musst du da rein. Da siehst du, ich sehe aber auch ein Schild. Ja. Du musst ein bisschen gucken, ne? Ja. Du musst ein bisschen gucken! Ja! Wie schaut's eigentlich mit dem Sprit aus? Ey! Warte mal. Sprit, ach, da ist ja der Sprit. Ja, tanken kann es auf jeden Fall, weil das ist billig hier. Und vielleicht schläft er ja beim Tanken ein. Ja, habe ich nichts dagegen. Ja. Du weißt, wie es geht, ne? Ich weiß nicht. Motor aus ist eh wie aus, wie Eis. Und dann eine Eingabetaste gedrückt halten. 14 Cent pro Liter. Das ist okay. Ja, das ist ja wohl ein bisschen mehr als okay. Das kann man durchgehen lassen. So, bist du voll? Ja. Jetzt fährst du da vorne neben dem anderen Dings da daneben und machst du da Parke und hoffst du, dass du deinen Motor ausschalten und schlafen kannst. Ja, mach ich schlafi, ne? Ja, und dann möglichst den nicht rammen. Ja. Ich erwähne das nur. Brauchst du nicht. Da steht GTA 3 drauf, habt ihr das gesehen? Nee. Ja, hoffentlich geht's. Ja. Oh, Herr im Himmel, ey. Ich muss nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht rausfahre, weil dann fahre ich ja wieder zurück, ne? Ja, du musst aber rausfahren, ne? Du musst halt links abbiegen. Ich weiß, deswegen sag ich ja. So, jetzt geht's weiter, ne? Komm ich jetzt raus, erstmal wieder rückwärts. Na, du kannst doch da links rum. Ja, ein bisschen zurücksetzen musste ich schon. Hopp. So, jetzt gucke ich sogar mal. Was ist denn hier los? Nachts. Hölle. Auf jeden Fall. Sogar. Ah, oh, jetzt muss ich die Penner erstmal vorbeilassen, ne? Nö, jetzt ja mal schnell rausstechen können. Hallo? Hallo? Du Wichspickel! Echo. Hier ist der Bürgermeister von Wesel. Esel! Ja, oh. Kann er mal rausfahren? Ja, eben nett. Das hättest du jetzt nicht zulassen dürfen. Du musst sowieso weiter nach links rüber. Komm, fahr an ihm vorbei. Schaffe ich nicht. Doch. Aber gucken! Was denn? Oh. So einwandfrei alles. Ich weiß gar nicht, was du immer hast, ey. Ja, was hast du denn? Du hast Glück. Super, Erste. Ja, das ist Können. Nein. Das ist Profi. Verstehst du? Professionalität, eh? Wir sind ja in Tunesien, da muss ich ja irgendwie Arabisch sprechen. Oder Tunesisch? Schukran! Yalla! Anders, danke. Ja, und? Bitte, nee. Afwan, bitte. Ja, habt ihr da was gelernt? Shukran, Afwan. Wenn man in fremde Länder fährt und dort Urlaub macht, sollte man wenigstens so höflich sein. Bitte, danke, hallo, ciao. Na? Shalom. Das ist, grüß Gott quasi oder grüß Allah, wer auch immer. Shukran, danke, Afwan, bitte. Und da haben wir aber gerade noch mal Glück gehabt, dass der abbiegt. Ist tschör mit Ö. Ja, merkt's euch. Und yalla heißt, Alter, mach Platz, sonst pfeife ich dich in die nächste Woche. Was? Kennst du nicht? Ich pfeife dich in die nächste Woche? Ja, ich schlag dich in die nächste Woche, ich verpasse dir einen Tritt und ich pfeife halt. Verpfeif dich, kennst du's nicht? Du bist sicher, dass in deinem Glas nur Cola ist? Ja. Ich glaube, wir hatten keinen. Was machst denn du da? Die überholen. Ja, natürlich überholst du. Das sollte ja zu erkennen sein, wenn einer entgegenkommt, oder? Die haben doch Licht an. Also wollen wir mal hoffen, dass die auch funktionieren, die Lichter da. Ja, ich sehe nämlich nichts. Ja, dann fahr ich da mal wieder rein, ne? Ja, aber du hast recht eigentlich. Es kann gar nichts passieren. Ja, okay, fahr weiter, ne?
Die müssen ja auch Abstand halten da, dass ich wieder einscheren kann zur Not. Ja, weil du da ja reinpasst jetzt hier zwischen die zwei Trucks da, das glaube ich nicht. Ja, locker. Hallo? Da glaube ich, kommt was dann demnächst. Nee. Da ist was. Nee. Da ist aber, glaube ich, doch was. Oh. Naja, da war ja noch ewig weg. Ja, gut, aber ich habe jetzt gedacht, du rammst den du gerade überholt hast, so halb. Ja, und ich sehe gerade nichts. Es ist gerade alles, was ist denn da vor mir? Ein Motorradfahrer oder was? Mone. Das ist ein Auto. Oh Gott. Solltest du nicht deine Brille aufsetzen zum Fahren? Das wäre jetzt sogar gar nicht mal schlecht gewesen. Ich sage ja, so halb dunkel und dunkel ist echt schlecht, sehe ich schlecht. So oder so. Und echt und hier auch. Unglaublich. Das ist doch jetzt ein Himmel aus tausend und einer Nacht. Ja, Schatz, komm, lass uns knutschen. La 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 la. Das ist erste allgemeine Verunsicherung. Das kannst du mal schön stecken lassen. Das will keiner hören von deinen Zuschauern. Jetzt komm ich schon gar nicht. Haut mir auf den Kopf. So Quatsch, wenn man selber was singt, passiert da gar nichts. Ja, theoretisch, aber da ich das so naturgetreu perfekt gesungen habe, denken die, das wäre original von denen. Guck mal, da oben rechts ist der Mond. Warum ist eigentlich jetzt hell? Weil in der Wüste nur ganz kurz Nacht ist. Das hat's doch nicht richtig simuliert. Doch, in der Wüste ist nur ganz kurz Nacht. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich der ganze Verkehr hin? Die schlafen. Tagsüber. Oh. Nein, die denken, oh Mann, der ist bestimmt voll lang Nacht und deswegen verpennen sie das jetzt. Sag mal, kann es sein, dass sie vielleicht ein UFO verfolgt und bestrahlt, weil warum ist denn das so hell? Da stimmt doch was nicht. Und sind wir da? Wie weit? So weit noch? Ja, ich habe die Entfernung auch etwas unterschätzt. Von Folge zu Folge zu Folge habe ich immer wieder versprochen, in der nächsten Episode kommen wir an. Und ja. Du spielst es ja auch erst seit gestern, ne? Ja, aber so eine Strecke bin ich noch nie gefahren. Ja, aber das sieht man doch. Ach, das ist alles wie nicht so genau. Wie weit es ist. Ja. Da steht noch 509 Kilometer jetzt. Und man wird echt blöd, weil hier nichts rumsteht. Man hat nichts zum Angucken, es ist nur Wüste. Man wird blöd? Ja. Willst du was anderes sagen? Sag. Bob, sag's, ich deabonniere dich sonst. Ich könnte ja auch immer ein Dislike geben. Gar nicht wahr. Doch. Man könnte ja eventuell noch blöder werden. Ich glaube, du willst mich gerade so ein bisschen verarschen. Ich raff's bloß nicht. Kannst du mal bitte nach dem Kind schauen? Warum? Weil das Ding ausschlägt. Das knackt. Ja. Das heißt, der dreht sich einfach mal rum, oder? Nein, ich habe ihn, glaube ich, gehört. Solange müssen die Zuschauer eben mit mir Vorlieb nehmen. Ja, dann erzähl was Schönes. Ich bin dann gleich wieder da. Huch, siehst du, jetzt wäre ich beinahe rausgefahren. Ich soll was Schönes erzählen. Ja. Wir hatten eine tolle Silvesterparty, der Harald und ich. Wir lagen um 11 Uhr in der Haier. Fix und fertig. Und als das Geböller losging, dann mal kurz das eine Auge aufgemacht und dann Prost, ja, das war's. Alte Menschen feiern nicht mehr so Silvester. Wir haben die großen Partys alle schon hinter uns. Das klingt jetzt total abgedroschen, ist aber irgendwo echt wahr. Ich glaube, irgendwie angefangen mit 17 oder 16 bis einschließlich meinem 30. Geburtstag oder Lebensjahr, wie auch immer, wirklich jedes Jahr Silvester irgendwo irgendeine Party, irgendeine Sauerei irgendwie veranstaltet. Irgendwann kennt man sie einfach alle. Und da will man eigentlich nur noch seine Ruhe. Man geht mit Freunden essen oder hockt zu Hause. Also ich fand es überhaupt nicht schlimm, die letzten Jahre Silvester irgendwie zu Hause zu verbringen. Kann man sich's gemütlich machen. Und an Neujahr ist man total fit. Das ist total geil. Das ist wie nach einem Atomkrieg. Das ist alles leergefegt. Man geht fein zu irgendeinem Bäcker, der dann doch noch irgendwie aufhat, holt sich lecker Frühstück. Hast du den Leuten jetzt erzählt, was wir Silvester gemacht haben? Ja, voll die geile Damit wir Party. Endgültig abgestempelt sind als die Vollspacken. Blöden Deppenheinis? Ja, als Kasper und Hauser, aber oder wie die heißen da aus der Muppet Show. Dafür wissen sie ja gar nicht, was wir für geile, super, ultra brutalo Fäden schon hinter uns haben. Das ist taktisch unklug gewesen. Warum? Eigentlich. Kannst es ja rausschneiden.
Der Punkt ist ja der, meine Frau denkt, ich wäre da gewesen, aber... Aha, du warst ja vor mir in der Haie. Nein, ich war weg. Ich war unterwegs. Stimmt, genau. Als der schwarze Rächer. Bist du rumgelaufen und hast alle die verkloppt, die zu blöd waren, Knaller richtig irgendwie abzufeuern. Weil sie sich in die Hosentasche stecken, weil sie es in der Hand losgehen lassen, weil sie sich in das Nasenloch stecken. Lauter so ein Kack. Genau. Und der schwarze Rächer mit dem Köcher. Ja! Das ist aber sexy, ey. Da kannst du aber zu mir kommen. Was? Mit dem schwarzen Köcher. Ach so. Du findest also Köcher sexy. Das ist ja interessant. Ja. So Pfeil und Bogen. Ja. Ja. Finde ich voll cool. Oder und Armbrust. Schläft er? Was war's? Warum? Also er weint nicht, er schmatzt. Wie er schmatzt? Er hat so ein... Echt jetzt? Ah! Die Polizei! Steht mir im Weg, ich fass es nicht. Sind die noch ganz sauber? Die kleinen Hühnerpisser! Ey, die Kermits, ich flippe aus. Das sind ja gar keine Kermits, das waren blau-weiß. Ja, manche wollen aber noch grün. Ich glaube, Bayern darf grün behalten. Echt? Ja, jetzt mal ohne Witz. Irgendein Bundesland wollte ihre Uniform behalten. Diese kackgrün-braune. Weiß ich nicht. Ich finde das Schwarze eigentlich cool. Das ist so ein bisschen Ami-Style. Sieht so ein bisschen gefährlich aus. Aber naja. Mir ist es relativ wurscht, weil ich habe mal mit der Polizei gar nichts am Hut. Ich dafür jedes Mal, wenn ich am Bahnhof bin. Das ist wohl wahr. Harald sieht total gemeingefährlich aus. Und wenn er mal Zug fahren muss, irgendwo hin, zum Beispiel zu Gamescom und wieder zurück, dann ist es hundertprozentig so, dass Harald groß gefischt wird. Woran das wohl liegen mag, Schatz? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt an deinen Klamotten. Was? Nein, natürlich an deiner Frisur, Herrgott. Ich meine, ich überlege mir dann immer, wenn ich irgendwie so ein Drogenschmuggler wäre oder ein Gewaltverbrecher, dann würde ich doch nicht so ausschauen. Dann würde ich mir doch was anderes einfallen lassen, damit ich nicht auffalle. Was ist das für ein Schwachsinn? Naja, aber vielleicht gibt es eben Dumme, die eben so aussehen und eben Drogen... Die halten dich bestimmt für rechtsradikal. Nicht so viele. Ne? Rechts! Was eigentlich ganz komisch ist, weil eigentlich müsste man mich eher für den Linken halten. Du siehst aber so hart aus mit deinem, mit der Glatze und mit dem Mohawk. Hart. Ja, hart halt. Kantig. Böse, du hast einen bösen Blick. Mir wird gleich blöd hier, ey. Wenn jetzt sofort hier mal was passiert hier in der Landschaft. Mir ist schon genug passiert, Mone. Was denn? In der Episode zuvor. Was denn? Hast du ein Auto gerammt? Oh, ich krieg ein steifes Knack. Das ist jetzt nicht wahr. Ich bin jetzt nicht erst hier. Ich sag ja, das täuscht total. Da kommen ja noch 2 Tankstellen. 3 sogar. Ja, jetzt habt ihr schon mal nicht so. Na, also den letzten Rest kannst du fahren, Dolz, sag ich dir. Ich bin jetzt hier nur Lückenbüßer. Aber eine Folge fährst du noch. Wie eine? Ich fahr doch schon eine. Nein, fährst jetzt gerade die zweite, eine dritte fährst du auch noch. Oh, aber nur ausnahmsweise. Da freuen sich doch die Kinder da draußen. Wieso denn? Ich habe nichts mehr zu erzählen über Silvester. Darf ich nicht? Das hast du ja eh schon gemacht, als ich nicht da war. Ja. Ist mir in den Rücken gefallen. Ah. Du hast dargestellt, was wir für alte Säcke sind, die nicht mal Silvester aus dem Haus gehen. Ich habe ihnen gesagt, wie es ist, wenn man halt älter wird. Da braucht man das alles nimmer. Ja, und dann wissen sie aber Bescheid. Ja, super. Ah, oh, toll, jetzt habe ich hier wieder die Schnarchnasen vor mir. Du überlegst dir einfach noch ein Thema für die nächste Folge und dann... Ich überlege mir gar nichts, ich muss fahren, du überlegst dir ein Thema. Wir können doch nicht wieder über Kackwürste von Luke sprechen, oder? Nein, haben wir außerdem noch nicht. Obwohl sich die von der Konsistenz her ja schon verändert haben, ne? Und vom Geruch. Ja, sie stinkt nämlich jetzt abartig. Ach nee, ich habe neulich erst hier im Truck eine Kack-Story erzählt. Kam ganz gut an. So, und die ging über was? Mein peinlichstes Erlebnis. Also, ich habe doch diese 2 Kack-Stories. Die eine mit der Friedhofsmauer. Ich will es nicht mehr. Bitte verschone mich. Was ist denn jetzt eigentlich los hier? Bist du jetzt plötzlich in Österreich oder was? Juhu, Bums ist grün. Oder das ist die Schweiz, oder? Alter, das war jetzt wirklich hier von jetzt auf nachher. Scheiße. Heidi! Wie
So sind jetzt hier plötzlich... Meine Welt sind die Berge. Nee, jetzt sind wir bei Patrick Pacquart. Bei den Fjorden. Ja, und da unten hast du dein scheiß Meer. Ich glaube, das ist Meer, oder? Ist das noch Meer? Ja, aber es kann doch nicht hier... Plötzlich sind hier Felsen und Grün ohne Ende. Da ist übrigens eine Kurve. Ja. Boah, sind das jetzt Serpentinen oder was? Das bin ich in der Schweiz. Das sind sogenannte Terpentinen. Das sind Serpentinen. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende dieser lustigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst uns 28.000 Likes da und dann sehen wir uns beim nächsten nochmal mit Mole. Ja, ausnahmsweise, aber es ist dann euch die letzte. Ciao, ciao. Tschüss.